Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Jo Leute, wir haben jetzt mal hier wieder einen Blick in unseren Shop zu werfen. Mamas altmodische Geheimnisschatulle, da ist der Mythic Bobby aktuell drin. Mythic Bobby ist natürlich mega geil. Aber die Schatulle ist der größte Rotz. Was willst du machen? Es ist, naja. Hier gibt es eine neue Tire-Box. Das ist die Oktoberfest-Tire-Box. Da sieht man heute, wie beliebt das Oktoberfest weltweit ist. So beliebt, dass die sogar eine Tire-Box dazu machen. So haben wir hier Oktoberfest Hermes. Also, dann haben wir hier Bierfestival. Lass mal gucken bei Oktoberfest Hermes, wie weit man den hochbekommen würde. 10,32. Ja, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 50. Wow, wenn das Ding gemaxt ist. Oh, dann wahrscheinlich achtfach Gas und achtfach Blutsauger noch dabei sein. Mauer, Stoß, Berauscht. Dann haben wir Bierfestival. Gucken wir mal da rein. 8,40. Oh. Hermes LARP Bartenders Not. Gibt es da neue Kombos? Sollen wir mal reinschauen hier. Was haben wir denn da? Hangover Nightmare. Niemals habe ich nie. Never have I ever. Ist das die? Beer Funnel Peter, Party all the time, Church Wine Drunk, Married Brian, alter Vater, Chef Cat Binge, Gossen Trunkenbold, Whiskey Bartender, Rooftop Drunk, Tapped of Wine, Beer Helmet, Eierflip Roger, 8 am Wine, Chef Cat Munchies, Wine Tasting Linda, Dinner Wine Bob, Fieberträume, Oldie but Goldie, Strip Club Beer, Evening Beer Dale, Tainted Alamo, Evening Beer Boomhauer, Ich liebe Bier. Luans 21. Geburtstag, Cognac Bender, Date Wine, Zoidberg, Tropical Drinks, Oktoberfest Amy, Another Lousy Millennium und Oktoberfest Hermes. Ja, da haben wir Wodka-Bier und dann haben wir noch natürlich den Bill Daughtry. Lass mal hier reinschauen. Date Wine, Zoidberg hat jetzt schon 26, 34, 45. The fuck? 14,56 Date Wine Zoidberg. Wenn er nur siebenfach Blutsauger und siebenfach Gas noch mit dabei. Neunfach Bodyguard, achtfach Hijack. Das ist schon und Stoß noch. Das ist schon nicht schlecht, ne? Also muss man ehrlich sagen. Also mein lieber Scholli. Ja, dann sind wir hier bei den Kombos angelangt davon. Das ist Oktoberfest Hermes. Schauen wir uns die Combo mal an. Das ist da. So, Oktoberfest Hermes. Und das, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Ich hier nur reingucken, das ist die falsche. So, hier wahrscheinlich. So. Oktoberfest Hermes. Oh, das Ding mal an. Dann gucken wir mal. Jawohl, da sind wir beim Oktoberfest Hermes. Passt perfekt. Ja, und da sieht, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Den könnte ich jetzt eigentlich mal hier maxen. Und dann können wir mal unten gucken bei Hermes Konrad. Ja, guckt euch das an hier. Also Beer Toasting. Mint Julep Dinner. Dinner Date Front LARP Bartenders Not
Beer Festival, Party in the Beer Tank, Wodka Beer Spring Break Shots, Weintrio, Jellybean Schnaps, Personalized Beer Mug, Slewback, Braubier, Alter, wie viele Kombos, Malteser Likör, Kleins Bier, Oktoberbräu, Thunder Cocktails und Wine Bucket. Thunder Cocktails sowieso immer die stärkste momentan, da sieht man auch schon, hier haben wir bei Thunder Cocktails 29 Angriff, 18-fach Berausch, 22er Mauer, 17 Stoß, das ist schon ziemlich brutal. Also die Combo hat es auf jeden Fall in sich, Leute, die hat es in sich. Dann haben wir hier Marriott Brines und das ist dieser da. Jo, da gucken wir mal hier, wie es da aussieht. Da haben wir, gehen wir mal runter in die Mythic-Version. Dann schauen wir uns das mit der Mythic-Version an. Beer-Tasting, Mint Julep, Dinner, Datefront, auch wieder LARP, Bartender, Snot, Beer-Festival, Party im Biertank, Wodka-Bier, Spring Break Shots, Wine-Trio, Jellybean-Schnaps, Welcome Mojitos, Personalized Beer Mug, Slewback, Braubier, Kleinsbier, Oktoberbräu, Thunder Cocktails und Wine Bucket. Schauen wir wieder bei der Thunder Cocktails. Alter Vater mit 30-fach Gas, 20er Bombe, 27 Stoß durch die Mauer, 24 Angriff und 71 Lebenspunkte. Das ist natürlich schon ziemlich brutal. Hier haben wir den Viking Peter. Und kennen mit Sicherheit viele von euch. Ziehen wir uns diese Combo mal rein. Das ist diese da. Das ist der Peter. Da können wir jetzt erstmal hier maxen. Da können wir uns mal die normale Leggy-Version anschauen. Hier mit Party im Biertank, Jellybean Schnaps, Spring Break Shots, Oktoberbräu, Party im Biertank. Sind immer die gleichen Jellybean. Sind nicht, diesmal nicht so viele, okay. Aber hier, schaut euch das an, ja, mit Party im Biertank, übelst, ne, hast du hier 24-fach Punch und 26-fach Angriff, schon alleine da, bei der Oktoberbräu, nee, Quatsch, das ist ja die Party im Biertank, ist ja mit der Mythic-Version, ja. So, hier nochmal schauen, 17, 16, 17, 15, 18, 19, 18, 22, Party im Biertank, doch, darum auch wieder die stärkste. Da hast du immerhin schon mal 40 Angriff im First Hit, dann hast du Bodyguard und noch berauscht und zwar 12 Stück davon. Das ist schon nicht so ohne. Wir können mal hier nochmal runtergehen in die Mythic-Version und auch dort wiederum sehr geile Werte. Gar nicht mal so viel krasser jetzt hier, wenn es nicht gemaxt ist. So. Dann haben wir jetzt Chef Cat, naja, als allererstes hier noch die Date Wine Zoidberg Combo und da müssen wir uns natürlich dann gleich mal die Mythic Version reinziehen, weil keiner von euch wird die Common Version spielen. Hier mit Beer Toasting, Mind Jalap, Dinner Date Front, LARP, Bartender, Snot, Beer Festival, Party in a Beer Tank, Personalized Beer Mug, Slewback, Braubier und Oktoberbräu. Und auch hier wiederum mega geile Werte. Also hier ist halt defensiv die Kombo, ne? Aber 19-fach oder 20-fach hier Hijack, also entführen, 21-fach entführen, das ist schon hart. Dann hast du noch Bodyguard und Stoß, 23-fach Bodyguard und 28 Stoß. Also die Kombo hat es auch in sich. So, dann sind wir jetzt hier bei Chef Cat Munchie angelangt. Und das ist diese hier. Da haben wir einen Eugene Belcher, den kann ich jetzt gleich maxen. Dann gehen wir mal runter zur legendären Version. Das ist diese da. Da hast du dann Gas, Blutsauger und Cripple. Hier mit Beer Festival 24-fach Gas. 24-fach Blutsauger, 28-fach Lähmen, 22 Angriff. Das ist echt geil. So LARP Bartender, Dinner, Datefront, Mind Jalap, Beer, Tasting, Personalized, Beer Mug, Kleinsbier, Slewback, Jellybean Schnaps, Oktoberbräu,
Party in a Beer Tank und Wodka Bier, das sind geile Werte. 24-fach Gas, durch den Blutsauger kann er sich natürlich immer wieder hochheilen, das ist schon echt fett. Und tut weh. So, dann haben wir noch Time for Hard Liquor, das ist eine Bender-Kombo. So, gehen wir erstmal hier auf die legendäre Version mit Absinth, Malteser Likör, ist eine ältere Kombo schon. Da gibt es nur diese beiden hier aktuell. Und ja, also das Cripple All, ist, alle lähmen, ist natürlich ziemlich geil. Motivieren 13, auch berauscht 13, ist schon cool. Aber inzwischen, also war damals mega, und inzwischen gibt es halt auch schon einige Kombos, die doch deutlich stärker sind. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ich meine, zehnfach alle lähmen, das hat es auf jeden Fall in sich. Es sind halt nur zwei Kombo-Möglichkeiten, das ist halt auch nicht so schön. Absinth und Malteser Likör, ja, macht das Ganze. Die neuen Kombos sind da doch echt tatsächlich besser, ne? So, ist zwar ohne Frage ist eine geile Kombo, aber schon viel, viel Besseres inzwischen gesehen. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt diese Time for Hard Liquors und was war das andere? Hier beispielsweise das Date Wine Zoidberg würde die einfach nur zerstören. Ja, keine Chance. Ähnlich ging es mit Marriott Brian. Auch Chef Cat Munchies würde die platt machen. Also, ist auf jeden Fall eine gute Kombo, aber hier sind drei Kombos deutlich stärker, schon mal Minimum. So. Ja, da sind wir dann durch. Also, ja, nee, wir müssen ja noch schauen. Moment mal. Wir müssen ja hier noch reinschauen. Wie sieht das denn eigentlich hier vorne aus? Also die Date Wine Zoidberg, wir haben es ja schon gesehen, die ist natürlich mega stark. Ja. Wenn die gemaxt ist und die kriegst du hier gemaxt, wenn du bis Tier 4 gehst, dann hast du so vierfach, dann hast du schon über 50 Leben bei der. Die ist schon nicht schlecht. So, dann hättest du bis dahin bereits zwei legendäre Karten safe plus noch die legendären Steine mit hinzu. Das heißt also, du wärst bei vier legendären Karten Minimum. Du hättest Super Mythic Stones, du hättest Forschungsbeschleuniger und drei, fünf. Fünf Puls. Ja. Das ist schon echt nicht schlecht. Das wären für 700.000, also für 3.000 Gems. Ne? Auch so, sage ich mal, du hast hier drei, wenn du nur 700 ausgibst, hast du drei Puls. Du hast zweimal den Level Date Weinsoldberg, der auch da schon echt stark ist. Du hast 600 legendäre Steine, du hast Forschungsbeschleuniger und Gigiwatz. Also diese Oktoberfestbox ist tatsächlich aktuell ziemlich geil. Dann sind wir hier jetzt bei der Space Tire Box angelangt. Laser Guns, Dewey, Pantry Guns, Philip J. Fry, Play Express Schiff, Neil Goldman und Peter. Hier hinten diese ganzen Kombos, die ich bereits in einem anderen Video vorgestellt habe. Macht echt halt am meisten Sinn, eben nur für diese Space Challenge, ne? Übrigens, mit meinem ersten Account habe ich die jetzt diesmal relativ locker geschafft. Also bin gut über die 32.000 gekommen. Bin da auch echt happy und konnte dadurch dann einen Mythic Pull machen, den ich euch bald schon präsentieren werde. Also über diese Super Mythic Stones, da kriegst du ja dann drei Mythics zur Auswahl. Ich verrate jetzt noch nicht, was ich zur Auswahl bekommen habe und für was ich mich dann zum Schluss entschieden habe. So, hier haben wir Mythic Bobby Pack, aber ein Mythic ist neu mit hinzugekommen quasi. Also Mythic Bobby Pack, herumtorkeln, Thunder Cocktails, Wodka, Bier und Francine Smith.
ist natürlich eine coole Box. Die Wahrscheinlichkeit, die Mythic zu ziehen, ist sehr, sehr gering. Herumtorkeln ist geil. Jetzt aktuell. Herumtorkeln ist das nicht. Ich kann es jetzt aktuell nicht so richtig erkennen. Herumtorkeln müsste doch eigentlich die aktuelle Combo sein, oder? Betrunken auf dem Rasenmäher. Ich glaube, das ist jetzt herumtorkeln. Ich bin mir unsicher. Ich sehe sie jetzt gerade leider nicht, die Combo. Ich kann sie aktuell nicht sehen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Thunder Cocktails, Wodka, Bier und Francine Smith. Hangover Nightmare natürlich auch nicht schlecht, ne? So, die Thunder Party Box mit Party All the Time, Thunder Cocktails, Jellybean Schnaps, Party im Biertank, Eugene Welcher und Philip J. Fry natürlich ein Träumchen. 16 Stunden noch da. Hier. Problem ist natürlich, hier gibst du für das Sonderangebot 800 Gems aus, hast 3 Puls, hast dadurch ein klein wenig einen Nachteil im Gegensatz zu der Oktoberfest-Tierbox. Bei der Oktoberfest-Tierbox bekommst du mehr raus. Ja, definitiv kriegst du mehr raus. Hier hast du natürlich, also hier ist eigentlich jede Karte. Jede legendäre Karte gut, ne? Also ich weiß aktuell nicht so wirklich, was ich denn vor, welche Box, ob ich die. Also ich denke, Oktoberfest Tire Box sowie die Thunder Party Box sind beide ungefähr auf einem gleichen Level. Auch wenn du bei der Oktoberfest Tire Box eben mehr rausbekommst für 700 Gems, ja. Also wenn du unter 800 Gems liegst. Wenn du nur 700 Gems oder ein bisschen darüber zur Verfügung hast, dann mach auf jeden Fall den Pull hier bei der Oktoberfest Tirebox. Ja. Hast du über 800 Gems, bin ich mir aktuell echt ein bisschen unsicher, was ich euch empfehlen soll, weil die Karten hier bei der Thunder Party Box sind natürlich dann doch. Da ist halt jede Legendäre ein Gewinn, ja. Und hier bei der Oktoberfest-Tierbox müssen wir mal ganz kurz reinschauen. Hättest du den Hermes Conrad, den ich ziemlich schwach finde. Also wäre sehr ärgerlich, wenn du ziehst du dann eine Legendäre und dann ist es ein Hermes. Ne, also insofern schwer einzuschätzen. Hast halt eine Niete quasi, ne? Ja, da gehen wir mal in die Meisterschaft von heute rein. Schauen wir mal, was da aktuell am Start ist. Ärgert mich, dass hier teilweise die Bilder nicht nachgeladen werden. Hier haben wir zum einen Tegel für 500 Gems. Und Tegel ist das da. Da hast du eine Tina mit Animal, also mit Tierkarten. Gehen wir mal auf die Maxed Out. Haben wir erstmal die legendäre Version. Schauen wir uns mal an. Hier mit Irek Lobster kommt dann Tegel da hinten raus. Dann hast du hier Knife Wielding Zeal, New Brian, Cuddles, Mr. Business, Queen of Cats Terrors, Goggles Cat, Bandit, Bucks Stud, Sacrificial Robot Goat und mit Spirit. Und dann kommt auf der rechten Seite eben was raus mit Schild für alle, aber eben dann auch wieder nicht für alle, sondern eingeschränkt. Dann hast du hier das Cheers und einmal Hijack. Und 16-fach Hijack ist schon wirklich sehr, 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 sehr stark. Also damit kriegst du die meisten Karten mit berauscht schon down. Nicht zu verachten, eben 19-fach Cheers, wo eine Karte eben dann nochmal diesen Angriffsbonus bekommt. Ne? Und Angriff 2360. Das ist schon echt, ist schon eine coole Karte. Wir gehen jetzt mal. Ist halt eine defensive Karte, definitiv. Ja. Kann aber eben auch mal das Match entscheiden. Hier die Mythic Tina, eben mit den gleichen Kombos, eben ein bisschen stärkere Werte. Ja. So. Ja, 500 Gems würde ich persönlich wieder mal nicht dafür ausgeben, aber manche haben ja so viele Gems. Müsst ihr selbst dann wissen, ob ihr das gerne
Macht. Hier haben wir die Kita Brian, den Combo. Gehen wir gleich runter zur Mythic-Version. So wie ich das sehe, gibt es nur zwei legendäre Kombos. Also mit der Mythic. Das ist einmal die Furzschule für Hochbegabte, Fahrtschule for the Gifted und rotes Shirt, blaues Shirt oder Red Skirt, Blue Skirt. Und da kommt dann halt was mit Motivieren raus und das da unten bedeutet, dass du eben Lebenspunkte, und zwar 17 an der Zahl, bekommst. Also nicht du, sondern deine Karte, der Kita Brian, wenn eine Combo gespielt wird. Er hat sowieso schon relativ viel mit 81 Leben. Ja. Ist auf jeden Fall nicht so spannend, die Combo. Ja, momentan tatsächlich nur, weil sie viele Leben hat und weil eben beim Musik-BGE es auch auf die Leben ankommt. Ne? So, dann sind wir hier bei Mowing While Intoxicated. Und die Combo ist schon relativ alt, ist eine Old Combo, wenn du so willst. Und habe ich früher schon sehr, sehr gerne gespielt. Ich gehe jetzt mal hier auf die Max-Version. Es betrunken auf dem Rasenmäher, das, was wir vorhin gesagt haben. Mowing While Intoxicated. Das ist ein Hank Hill mit Personalized Beer Mug. Mit Kleins Bier, mit Slewback, mit Party im Biertank, mit Oktoberbräu, mit Welcome Mojitos, mit Braubier, mit Wodka-Bier und mit Wine Bucket. Und das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen, eigentlich. Also du hast hier eine Mauer und du hast eine Bombe, die nach rechts und links noch Schaden verursacht. Du hast berauscht. Und das Ding, das ist schon echt nicht schlecht, ne? Also, ja, wenn man da 10% draufrechnet, dann hättest du 21er Mauer. Gut, du wärst am Anfang bei der Bombe, wahrscheinlich würdest du nur 1 hinzubekommen, 15 und beim Berauscht auch nur 1, wärst du bei 13. Zwei Angriffspunkte, nur wärst du bei 26. 6 Leben bei 65. Das ist natürlich jetzt, ja. Der Oberknaller sind die 10% hier jetzt tatsächlich nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich werde mir die trotzdem jetzt gönnen, weil ich die Karte auch das, also diese Combo auch ab und zu mal spiele. Und macht auf jeden Fall für mich aktuell Sinn. So, dann schaut es folgendermaßen aus. Ich habe jetzt noch 4400. Ich werde mir die jetzt nicht nochmal gönnen. Wir gehen jetzt mal gleich weiter zum Moonshine Roger. Da fehlen mir tatsächlich noch für 2 Kronen, fehlen mir noch 10. Wir schauen uns den Moonshine Roger mal an. Warum interessiert mich der Moonshine Roger? Es gibt nur eine Combo. Das ist hier mit Pawtucket Patriot Ale. Okay? So, aber wir haben hier Gas und wir haben eine Mauer und auch das kann unter Umständen eben schon sehr, sehr hilfreich sein. Also wir wären bei 10% schon bei 21er Mauer, 21-fach Gas. Wir hätten 24-fach Angriff und 70 Leben. Ja, und wenn ich da jetzt nochmal 10% drauf bekomme, habe ich schon eine 23er Mauer und 23-fach Gas. Hätte 26 Angriff und wäre schon bei 77 Leben. Und ich denke, ich werde mir hier jetzt auch nochmal 1000 gönnen, um eben die zweite Krone drauf zu kriegen. Das mache ich jetzt auch mal. Bam, boom, shakalaka, boom, shakalaka, boom. So. Bam. Ja, dann sind wir hier auch schon durch mit dem heutigen Shop. Ich habe da oben noch 3400 Steine zur Verfügung, falls noch irgendwas kommen sollte. Ja, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Guy. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.